Herkese merhaba. Dialoge auf Deutsch Almanca Diyaloglar bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde iki arkadaş arasında ne tür bir tatil sevdikleri konusunda geçen bir diyalog örneği göreceğiz. Daniel, welche Art von Urlaub bevorzugst du? Ich liebe Winterurlaub sehr. Ich mag den Sommerurlaub. Ich mag es zu schwimmen und mich zu sonnen. Tekrar edelim. Daniel, welche Art von Urlaub bevorzugst du? Ich liebe Winterurlaub sehr. Ich mag den Sommerurlaub. Ich mag es zu schwimmen und mich zu sonnen. Ich fahre gerne Ski. Aus diesem Grund bevorzuge ich den Winterurlaub. Machst du auch im Sommer Urlaub? Tekrar edelim. Ich fahre gerne Ski. Aus diesem Grund bevorzuge ich den Winterurlaub. Machst du auch im Sommer Urlaub? Ja, ich mache auch im Sommer Urlaub, aber ich mag den Winterurlaub lieber. Ich kann nicht Skifahren. Auch wenn du nicht Skifahren kannst, ist es sehr schön, in den verschneiten Bergen zu wandern. Tekrar edelim. Ja, ich mache auch im Sommer Urlaub, aber ich mag den Winterurlaub lieber. Ich kann nicht Skifahren. Auch wenn du nicht Skifahren kannst, ist es sehr schön, in den verschneiten Bergen zu wandern. Ich mag es im Frühling im Wald spazieren zu gehen. Ich denke, es ist am besten, sowohl im Sommer als auch im Winter Urlaub zu machen. Ja, wenn ausreichend Zeit und Budget vorhanden sind, ist es am besten, sowohl im Sommer als auch im Winter Urlaub zu machen. Tekrar edelim. Ich mag es im Frühling im Wald spazieren zu gehen. Ich denke, es ist am besten, sowohl im Sommer als auch im Winter Urlaub zu machen. Ja, wenn ausreichend Zeit und Budget vorhanden sind, ist es am besten, sowohl im Sommer als auch im Winter Urlaub zu machen. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub. Tekrar edelim. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub. Tekrar edelim. Daniel, welche Art von Urlaub bevorzugst du? Ich liebe Winterurlaub sehr. Ich mag den Sommerurlaub. Ich mag es zu schwimmen und mich zu sonnen. Tekrar edelim. Daniel, welche Art von Urlaub bevorzugst du? Ich liebe Winterurlaub sehr.
Ich mag den Sommerurlaub. Ich mag es zu schwimmen und mich zu sonnen. Ich fahre gerne Ski. Aus diesem Grund bevorzuge ich den Winterurlaub. Machst du auch im Sommer Urlaub? Tekrar edelim. Ich fahre gerne Ski. Aus diesem Grund bevorzuge ich den Winterurlaub. Machst du auch im Sommer Urlaub? Ja, ich mache auch im Sommer Urlaub, aber ich mag den Winterurlaub lieber. Ich kann nicht Skifahren. Auch wenn du nicht Skifahren kannst, ist es sehr schön, in den verschneiten Bergen zu wandern. Tekrar edelim. Ja, ich mache auch im Sommer Urlaub, aber ich mag den Winterurlaub lieber. Ich kann nicht Skifahren. Auch wenn du nicht Skifahren kannst, ist es sehr schön, in den verschneiten Bergen zu wandern. Ich mag es im Frühling im Wald spazieren zu gehen. Ich denke, es ist am besten, sowohl im Sommer als auch im Winter Urlaub zu machen. Ja, wenn ausreichend Zeit und Budget vorhanden sind, ist es am besten, sowohl im Sommer als auch im Winter Urlaub zu machen. Tekrar edelim. Ich mag es im Frühling im Wald spazieren zu gehen. Ich denke, es ist am besten, sowohl im Sommer als auch im Winter Urlaub zu machen. Ja, wenn ausreichend Zeit und Budget vorhanden sind, ist es am besten, sowohl im Sommer als auch im Winter Urlaub zu machen. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub. Tekrar edelim. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub. Tekrar edelim. Daniel, welche Art von Urlaub bevorzugst du? Ich liebe Winterurlaub sehr. Ich mag den Sommerurlaub. Ich mag es zu schwimmen und mich zu sonnen. Ich fahre gerne Ski. Aus diesem Grund bevorzuge ich den Winterurlaub. Machst du auch im Sommer Urlaub? Ja, ich mache auch im Sommer Urlaub, aber ich mag den Winterurlaub lieber. Ich kann nicht Skifahren. Auch wenn du nicht Skifahren kannst, ist es sehr schön, in den verschneiten Bergen zu wandern. Ich mag es im Frühling im Wald spazieren zu gehen. Ich denke, es ist am besten, sowohl im Sommer als auch im Winter Urlaub zu machen. Ja, wenn ausreichend Zeit und Budget vorhanden sind, ist es am besten, sowohl im Sommer als auch im Winter Urlaub zu machen. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub. In dieser Lektion haben wir ein Beispiel für einen Dialog zwischen zwei Freunden, die sich darüber unterhalten, welche Art von Urlaub sie mögen, gezeigt.
Auf Wiedersehen, bis zu einer anderen Dialoge auf Deutsch-Lektion.